Tag 34 und heute schaffen wir hoffentlich zwei Höhlen. Was letztes Mal passiert ist, war ja wirklich nicht mit anzusehen. Naja, schauen wir erstmal, wie es aussieht. Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. Mein Name ist Dober, aber viele nennen mich einfach Dob. Okay, hi Dob. Vom Beruf bin ich Schatzjäger. Ich reise durch die gesamte Galaxie und helfe denen, die meine Hilfe brauchen. Die könnten wir tatsächlich brauchen. Sag mal, Dob, kennst du vielleicht eine Tierärztin namens Nelly? Sie kennen? Ha! Nelly ist eine Kollegin von mir, genau wie Yorke. Als wir auf diesem Planeten landen wollten, haben wir die Kontrolle über das Schiff verloren und sind abgestürzt. Das tut mir leid. Wie ist es dir denn seit dem Absturz ergangen? Es war ein harter Überlebenskampf. Wir entdeckten eine Art Leuchtsirup. Den habe ich morgens gesammelt und versaftet. Wirklich? Du redest bestimmt von Leuchtsaft. Der ist trinkbar? Aber selbstverständlich kann man ihn trinken. Wir haben Medizin daraus hergestellt, doch es wundert mich nicht, dass man ihn auch unverarbeitet zu sich nehmen kann. Wisst ihr noch, wie Digo den Leuchtsaft für ein Getränk gehalten und getrunken hat? In der Nacht habe ich kein Auge zugetan. Wenn du mit deinen Kollegen zusammen warst und genug Nahrung hattest, warum warst du dann alleine, als wir dich fanden? Tja, eines Tages tauchte jemand aus dem Nichts auf und klaute unseren Sirup. Wir haben dann verfolgt. Aber irgendwann habe ich Yorker aus den Augen verloren. Dann wurde Nelly von einem riesigen Hund weggeschleppt. Oh, von Moss? Also getrennt. Wie furchtbar. Tja, ich habe überall nach ihnen gesucht. Aber dann bin ich vor Hunger ohnmächtig geworden. Und dann war ich hier. Das ist halt so typisch Kopayana, ne? Hunger und sofort ohnmächtig. Wir haben gesehen, wie einer deiner Kollegen entführt wurde. Erinnerst du dich noch, wo du deine Kollegen aus den Augen verloren hast? Nein. Aber sie können sich nicht weit von dem Ort entfernt aufhalten, an dem ihr mich gefunden habt. Gut, seid ihr versichert, dass die Rettung deiner Kollegen unsere oberste Priorität ist. Rettungscrew, intensivieren wir unsere Suche im Garten der Giganten. Machen wir das? Nellys Kollege wurde gerettet. Nellys Kollege Dober zufolge könnte sie sich im Garten der Giganten aufhalten. Wir müssen sie finden. Otchin verlässt sich auf uns. Ja. Dann. Gehen wir erstmal hier hoch. Und kriegen ein bisschen Rohmaterial. Halt wirklich nicht viel. Und wenn wir 300 Pigment wachsen lassen haben, kriegen wir noch mehr Rohmaterial. Aber es sieht halt echt nicht gut aus mit unserem Rohmaterial. Wir haben kaum was. So, und da ist Dober. Mein Name ist Dober. Ich bin hier, um denen beizustehen, die Hilfe brauchen. Wir sind uns doch schon mal begegnet. Tut mir leid, ich wollte dir eigentlich nicht sinnlos ein Ohr abkauen. Alles klar. Aber du hast nichts, right? Nein, du hast nichts. Na gut. Ja, dann, können wir eigentlich aufbrechen. Ich kann mir ja eh nichts kaufen. Wir haben ja kein Geld. Nein, wir haben kein Geld. Also wir haben kein Rohmaterial. Na gut, macht ja nichts. Dann auf in den Garten der Giganten. Wir haben komplett vergessen, den Nektar und das Ultramotivierspray aufzusammeln, was wir bekommen haben durch die Knopfknolle. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber naja, jetzt ist es eben so. Die würde ich zurückschicken und stattdessen gelbe mitnehmen. Wir nehmen hier einfach Pikmin One Squad. Rot, blau und gelb. Sehr schön. Und schauen uns dann mal hier weiter um. Geht ihr mal hier rein? Die Gelben sollen nämlich erst einmal hier das abtransportieren. Ja, ihr könnt das abtransportieren, genau. Dann haben wir noch ein bisschen Rohmaterial. Ja, der Nektar ist auch weg, aber das habe ich mir schon gedacht, dass der nicht hier bleibt. Dann schiebt das mal runter. Haben wir das nicht gemacht das letzte Mal noch mit einem lila Pigment? Ja, ist ja egal. So, dann nehme ich nämlich jetzt einmal hier den brennenden Tannenzapfen. Und wir machen da hinten mal das Zeug weg.
den jetzt nicht werfen. Geht doch. Von der anderen Seite ziehen. Da ist sicherlich ein Gegner drin. Komme ich damit mit Otschin hoch? Ja. Die ist aber anders, die Schnecke. Na, kommt mal bitte her. Ich habe Angst, dass die euch frisst. Das wirkt jetzt irgendwie verdächtig. Ich werde noch nie so eine Schnecke. Das ist total seltsam. Okay, die guck mal, was die für komische Tentakel im Maul hat. Das rastet die auch komplett aus. Shit. Okay. Also wenn dieser Modus ist, dann will ich nicht gegen die kämpfen. Dann ist die nämlich super gefährlich. Aber sie ist besiegt. Ist das ein Schatz? Ich weiß es nicht. Hier ist zu. Naja, wir wollten ja erstmal in Dandori gehen. Dann machen wir das doch erstmal. Der Schatz ist ja abtransportiert. Ich habe leider jetzt 6 Pikmin verloren. Das ist richtig krass. Also, einfach so im Grunde. Ja gut, hier sind Schätze drin. Das weiß ich. Spiel, danke. Heiße Luft mit roten und Flügel-Pikmin. Dandori Level 4. Das wird schwer. Also Platin ist da sicher nicht drin von Anfang an. Dies ist meine Höhle. Bist du hier, um Dandori zu trainieren? Trainieren, trainieren, mehr trainieren. Okay. Hier haben wir erstmal sofort Möglichkeiten, Flügel-Pikmin zu machen. Dann ist das sicherlich auch eine gute Idee, auch wenn ich jetzt natürlich ein bisschen Zeit verliere. So, mitkommen. Was haben wir denn hier für einen Gegner? Jedenfalls keinen sehr starken. Ja, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Ah, hier sind diese ekelhaften Käfer. Das könnt ihr machen. Ihr könnt hier fliegen. Das Problem wird hier sein. Genau, hier sind überall diese Fließbänder. Das ist natürlich für die Flügel-Pikmin egal. Denen macht das ja nichts. Genau, die könnt ihr einfach drüber fliegen, auch wenn es in die falsche Richtung zeigt. So, hier haben wir das Feuer. Das ist natürlich auch wichtig. Wobei ich auch sehe, dass wir hier noch was haben, das auch noch weg muss. Oh, 15 Stück. Shit. So, schnell kommen. Da muss noch einer hin. Effiziente Aufteilung ist wichtig für Dandori. Ja, ich weiß. Man sieht mir das nicht immer an, aber ich weiß das im Grunde. So, der ist besiegt. Holt euch das mal, was auch immer das ist. Perfekt. Abtransportieren.
Und das am besten auch schon mal abtransportieren und das abtransportieren. Und da ist auch noch eine Mundharmonika. Oh mein Gott, ist hier viel. Ochi, mach du das mal. Ah, das wollte ich so nicht. Ich wollte eigentlich erstmal hier das anmachen, aber ist ja egal, welche rum wir das machen. Dann wird das abtransportiert. Shit. Ah, ich hasse diese komischen Greifer. So, Ochin ist wieder da. Ochin kann mitpflücken. Gönnt euch bitte den Nektar, gerade die Flügel-Pikmin. Okay. Weiter, weiter, weiter. Eben auf den. Okay. Ochin. Sammle Pikmin. Ihr macht das. Das muss weg. 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 Ochin hat die Pikmin gesammelt. Sehr gut. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Brauchen nochmal eben das Feuer. Glaube ich. Also sieht ganz gut aus, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Warum brauchen wir auf jeden Fall Feuer? Nice. So, hier hätten wir noch mal so, sammeln wir mal rote Pikmin ein. Und sammle auch Übel Pikmin. Geht nicht? Okay, warte, ich sag mal eben allen Pikmin, dass die herkommen sollen. Geht ja auch so. So, das muss weg. Da kommen die ganzen Untätigen. Haben wir denn noch alles? Hier ist immer noch sehr viel. Da ist auch noch sehr viel. Aber da schicke ich jetzt alle hin, die noch übrig bleiben. Noch 50. So, mach das mal weg. Das wird echt knapp. Wir haben es fast geschafft. Ist halt noch ziemlich viel. Du bist besser als ich, ja, ich weiß. Ich bin richtig gut. Eine Minute noch. Das sollten wir aber geschafft haben. Das war gar nicht so schwer. Ich meine, ich bin einfach durchgelaufen, ne? Also. Ich hoffe, das war alles. Ja, das war alles. Ja, dann haben wir hier Platin geschafft. Und zwar ohne große Probleme. Wir haben alle Gegner. Es gab ja auch keine Eispikmin, womit man die Gegner aus Versehen töten kann, ohne dass man sie einsammeln kann. Das ist das Problem bei Eispikmin, aber hier war es ja nicht so. Heiße Luft ist geschafft. 356 Platin. Perfekt. Und dieser Laubling gehört uns. Unglaublich ist dann Dori. Schockierend. Du hast den Rekord gebrochen. Nimm dies. 30 Rohmaterialien. Danke dafür.
Die gestrandete Person ist ohnmächtig. Das ist unsere Chance, sie zu retten. Na dann. Machen wir das mal. So, wir nehmen unsere Empfehlung mit. Wer das ist, können wir natürlich nicht sagen, ist klar. Genau, die Empfehlung. Perfekt. Jetzt können drei Felspigmen mal eben abtransportieren. Oder ihn, nicht das. Und wir haben noch immer so viel Zeit an diesem Tag. Nice. Dann schauen wir uns jetzt mal hier um. Hier sind wir an dieser zweiten... Ja, was ist das? Basis. Und hier können wir auf jeden Fall schon mal das Feuer mitnehmen. Denn das brauchte ich da oben, genau, für die Tomate. Oh, da sind Frösche. Und die Frösche sind im Wasser, ne? Also nicht alle, aber manche. Ah, das klappt nicht, das dachte ich mir. Ich bin kein Freund der Frösche. Ich sehe mir mal die Visitenkarte des Laublings an. Man weiß ja nie. Das stimmt. So, ist ein Fehler. Man weiß es eigentlich schon, aber was soll's. Charlie, sage ich schon. Colin, was du da machst, weiß ich auch nicht. Das sind sogar Bananen. So, macht mal bitte hinne. Wir brauchen jetzt echt alles gegen den Frosch. Der ist ja nicht richtig im Wasser. Also gegen den komme ich schon noch an. Ich würde sagen, das ging. Hier zwischendurch komme ich auch durch. Perfekt. Ey, das war ja super easy. Dann müssen wir hier einmal den Hahn aufdrehen oder zudrehen eher. Hier ist eine Erdnuss. Und da wird es dann weitergehen. Brauche ich halt nur Feuer für. Ich hasse das. So, ich mache hinten noch mal Feuer. Ich meine, der Hahn müsste ja gleich aufgedreht sein oder zugedreht. Und dann sehen wir weiter. Graben ist abgeschlossen. Das ist die Erdnuss gewesen. Perfekt. Na, die drehen doch noch ein bisschen länger. Tonarmatur ist abgeschlossen. Jetzt dreht das bitte schnell. Oh, das ist super knapp. So typisch. Wirklich. So typisch. Aber ich mag die Feuermechanik. Ich finde die gut. Manche Pigmen sind echt nicht so schlau. So, hier ist ein neuer Weg. Das könnt ihr mal eben abtransportieren. Euch werde ich jetzt wahrscheinlich nicht brauchen. Bisher war nämlich die Verwendung für die Felspigmen hier doch eher gering. Ist denn noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Ah, jetzt sind wir hier an dem Wasser. Okay, perfekt. Dann können wir nämlich hier einmal das machen. Das abtransportieren. Das abtransportieren. Vor allem hier einmal in Brand setzen. Für eine zweite Höhle. Perfekt. Sehr gut.
Dann geht es im nächsten Part in die Höhle. Ich freue mich drauf. Wir machen hier eben den Weg frei. Na, kommt schon. Und gehen jetzt in die Höhle. Also, bis gleich in der Höhle. Mal gucken, was es überhaupt ist.